Herzlich willkommen beim neuen Video von Motorrad Christiansen. Hallo Gerd. Hallo Nies. Wir sitzen mit unserer Firma in Münster, zeigen euch heute zwei Produkte. Das eine habt ihr schon in einem anderen Video gesehen, blendet der Kollege euch auch oben ein. Das ist das Aeon Cobra 420. Und wo wir schon wirklich viele Anfragen von euch haben, ist jetzt das Xcess Extreme 480. Ist vor zwei, drei Tagen angeliefert worden, beziehungsweise vor dem Wochenende haben wir jetzt montiert. Sind wir beide noch nicht gefahren. Ich habe schon ein bisschen Quad-Erfahrung. Für Gerd ist das komplett neu. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich werde gleich erst einmal das Neue fahren, weil ich das schon gefahren bin. Und dann wechseln wir nachher einmal. Ja. Und dann kannst du auch einfach mal als Blutiker, Anfänger erzählen, wie sich das Ganze anfühlt. Genau. Dann ganz langsam los. Ja. Auch eine Empfehlung an euch, wenn ihr mal eine Probefahrt mit einem Quad macht oder so und ihr seid noch nicht gefahren, fahrt vorsichtig. Das lässt sich mit nichts vergleichen. Es ist kein Auto, es ist kein Motorrad, es ist kein Motorrad mit Beiwagen. Es ist ein komplett anderes Fahrverhalten. Ich bin auf jeden Fall schon nervös. Also wie gesagt, vor der ersten Premiere mit der Kamera war ich auch nervös. Und jetzt bin ich heute richtig nervös, weil wie gesagt, ist für mich absolut Neuland. Ja. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Aber als unser Chefverkäufer musst du die Sachen ja auch alle ausprobieren. Und ja. Gucken, was du gut und ja. Findest. Ja. Ausprobieren müssen wir ja. Naja. Gucken wir mal. Das Aeon habe ich euch schon mal vorgestellt, hat der Gerd gerade ganz cool gesehen. Du kannst ja mal zeigen, hier, was du hier in der Verkleidung gesehen hast. Das ist ja nicht ganz so schön. Nee, was ich jetzt so gesehen habe, wenn man hier guckt, ich nehme jetzt auch wieder Brille, wisst ihr ja, ein bisschen älter braucht man sowas. Da ist es irgendwie zu heiß gemacht worden. Da sind die Sachen unten schuld, das ist am Plastik. Ich weiß nicht, ob man da noch was mit abschrauben kann. Schaut fast so aus, dass man vielleicht noch einen Spritzlappen oder irgendwas dran macht. Und da haben die das halt ein bisschen zu heiß gemacht. Und das finde ich halt jetzt nicht ganz so schick. Ich mal von hier oben den Lack und dann sieht man hier diese Bollen. Ich hoffe, du kriegst die irgendwie drauf. Geh mal einmal hier so einen Spritzlappen. Und hier unten auch. Das wird bei allen Fahrzeugen so sein, gehe ich aus. Das ist dann also auch kein echter Mangel. Das ist also vom Herstellungsprozess so. Ist halt aber schon ein kleiner Schönheitsfehler. Ne? Ansonsten können wir ja mal eben gucken. Bei dem hier haben wir 28 PS. Wir nehmen mal immer einen Datenzettel dazu, damit wir mit den Zahlen nicht durcheinander kommen. Wir haben eine LOF-Zulassung. Bei diesen Fahrzeugen ist das so, die haben einen Kaufpreis um die 6.400 Euro. Da kommen aber Liefernebenkosten dazu und da kommen nochmal, ich glaube, 100 Euro für die LOF. Genau, 99 Euro. Ja, also da kommen dann nochmal 300, 400 Euro Liefernebenkosten kommen hier auf jeden Fall noch dazu, wenn man sich für so ein Fahrzeug entscheidet. Bei dem Fahrzeug ist das mindestens ein 100er weniger, weil da LOF schon mit drin ist. Und das Fahrzeug liegt so bei 6.800 Euro. Also wenn man sich die beiden Fahrzeuge anguckt, haben wir einen Unterschied von 400 Euro. Wobei, das hast du ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Früher hat es ja die als 400er gegeben. Die haben die jetzt ein bisschen aufgestockt vom Motor, von der genau, Motorleistung. Also die haben Hubraum, haben die ja immer noch unter 400 Kubik. Ne? 400, boah, irgendwas mit 80. Lass mich mal eben gucken. Ne, 300, Entschuldigung, 300. Guck mal, Hubraum 346. Okay. So, aber durch die Mehrleistung von 27, 28 PS, die die jetzt haben, durch die LOF-Zulassung und ein paar technischen Änderungen, haben sie jetzt 420 drauf gemacht, damit man einfach weiß, man hat mehr Power. Aber okay. Der hat nur 350 Kubik. Okay, ja. Dann können wir mal direkt beim Kollegen gucken. Die verfolgen hier auch ein bisschen unterschiedliche Konzepte. Wir wollen die heute trotzdem ein bisschen vergleichen, damit ihr auch einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wo sind die Unterschiede bei den Fahrzeugen. Ich kann da gleich ein bisschen mehr zu sagen, weil ich schon einiges an Quad-Erfahrung habe. Aber dafür finde ich deine Eindrücke super wichtig, weil du, wie viele Kunden das auch für Quad kaufen, Kunden sind. Und das ist halt komplettes Neuland. Ne? Guck mal, hier haben wir nämlich 450 Kubik. Das sind schon mal 100 Kubik Unterschied. Das ist echt eine Hausnummer. Statt 350, 450 Kubik. Jetzt muss ich aber mal eben gucken und wir haben hier 27 kW. Lass mich das mal eben kurz umrechnen. Das sind fast 37 PS zu 28, also hier sollte man deutlich einen Unterschied spüren. Und noch ein großer Unterschied, das ist ein Automatikfahrzeug, einfach nur Gas geben, fertig, hat aber trotzdem einen Rückwärtsgang. Und hier haben wir ein Schaltfahrzeug. Ne, ach, das ist normal, okay. Wie man das vom Motorrad mit einer Motorradschaltung, muss die Kupplung ziehen und hier an der Seite hast du einen Schalthebel. Wir machen nachher mal Beschleunigungsrennen nebeneinander, kannst du am besten das automatisch fahren und machen wir mal nur so 0 bis 50, damit man aber überhaupt mal sieht, wie groß so der Leistungsunterschied ist. Und ich bin sehr gespannt, ich bin das Ding ja auch noch nicht gefahren. So, jetzt hast du diverse Unterschiede, die ganzen, die auch mal
sportlicher unterwegs sind, das ist jetzt die Straßenversion. Weißt du, ob das wird auch als Offroad kommen, ne? Das kommt auch auf Offroad, das kommt auch, ja. Als Offroad, ne? Straßenversion, gerade wenn du hier mal von der Seite filmst, dann siehst du auch, wie tief das ist, ne? Das Fahrzeug ist sehr tief. Wir haben ziemlich breite Achse hinten. Das gibt uns Spurstabilität, damit er halt auch nicht umkippt. Ja. So, ne? Wir können ja mal gucken, was wir hier drauf haben. Hier haben wir Reifen mit 225 hinten drauf. Die sind ein bisschen kleiner, denke ich auch. Wo sind sie denn? Ach, irgendwo versteckt. Und da, 225 haben wir hier auch. 225. Ja, haben wir hier auch. Ja. Sag mal die ganze Reifengröße, nur mal gespannt, ob das die gleiche ist. Hier haben wir 225, 40, 10. Ja, habe ich genauso hier auch. 225, 40, 10. Ja. Mach mal, wir holen mal eben Maßband und wir messen mal die tatsächliche Spurbreite. Guck mal, eine Sekunde, Gerd schon. Sekunde. Du musst jetzt Reifenaußenkante, also nicht Profil, sondern Sichtkante außen mal messen. Ich würde mal sagen 1,24. 1,24, hier haben wir genau da und da ist die Außenkante. Ja, lassen wir auf der anderen Seite gucken. Ja, da kommen wir aber 1,28. Oh, guck mal, das ist, ja, ist ein bisschen breiter. Ja. Lass uns mal grob messen. So ungefähr Mitte Achse. Kommt da auch ein paar Millimeter nicht drauf an. Wir wollen nur mal eben Vergleichswert. 132. Kommen wir auf das halbe hin, 132 ja. Ungefähr, 131, 32. Dass das hier wohl bisschen breiter ist. Interakte, weil die Verkleidung, die geht hinten so flach runter, dass das super breit wird. Ne? Ja, und du hast ja auch hier die Kopfhügel auch und deswegen kommt das ein bisschen bulliger hinten. Höchstgeschwindigkeiten haben wir ein bisschen geguckt, wir sind beide mit über 100 angegeben. Wir müssen mal in der Papiere gucken, das blenden wir euch aber ein. Wir sind auf jeden Fall beide schnell genug. Was gibt es sonst noch zu sagen? Beide Fahrzeuge haben voll einstellbare Federbeine, vorne, hinten, rundum. Ne, das heißt, man kann sich das Fahrwerk ein bisschen anpassen, während das gefällt. Beide haben eine LOF zu lassen, deshalb haben auch beide eine Anhängerkupplung und Dose und sowas. Aber was die an Anhänger ziehen dürfen, das ist alles witzlos. Das ist nur für den Gesetzgeber darum, dass man die volle Leistung fahren darf. Dann guck mal, hier steht hinten drauf, Stützlast 15 Kilo und maximal 250 Kilo darf der Anhänger wiegen. Also was wollten wir da für einen Anhänger mitnehmen? Irgendein Anhänger, wo nichts drauf ist. Ne, aber das ist einfach nur, um die Gesetzeslücke da zu umgehen. Heute neu, wir probieren heute das erste Mal unseren Dezibelmesser aus. Machen wir mal einmal im Stand und einmal beim Fahren. Sollen wir direkt machen? Oder nee, wir fahren die erst warm. Wir fahren die erst warm, warm. Und dann bereiten wir den vor und dann, ja, und dann machen wir schauen wir weiter, genau. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt nur ein paar Meter hier ins Industriegebiet. Gerd soll mal erstmal ein, zwei Runden drehen und testen. Ja. Kriegst du auch, lass mich den Kamerahelm zuerst aufsetzen, dann kann ich ein bisschen euch was zu dem neuen. Genau, ja. Weil da wartet ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann kriegst du gleich einen Helm von mir und dann kannst du dich da mal hinten mal ein bisschen austoben. Ja. Und dann fahren wir mal eben ins Industriegebiet. Alles klar. Sind nur ein paar Meter. Bis gleich. So, los geht's. Wir fahren eine Runde. Wir haben ja eben schon mal ein bisschen gemessen. Ich finde, unser Extreme 480, das wirkt irgendwie viel größer. Aber das von Aeon, das steht natürlich viel höher. Ne? Also das ist, wird fahrwerkstechnisch, wird sich das auch ganz anders anfühlen. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Probefahrt. Ich finde das ja mit diesen schwarzen Scheinwerfer an der Mitte und den Beleuchtungen an der Seite, finde ich so rattenscharf. Das sieht so geil aus. Und dann fahren wir mal eine kleine Runde und dann gucken wir mal. So, Kamera läuft. So, ich muss noch ein bisschen mit meinem Knie aufpassen. Mir ist letztens die Kniescheibe rausgesprungen, dass das alles gut ist. Der Tacho ist hier einfach nur so reingesteckt mit so Stiften. Weißt du was? Da haben die Kollegen bestimmt von unten die Schrauben vergessen. Muss ich gleich mal nachfragen. Oder ob das wirklich nur so soll. So, Gerd, können wir? So, Feststellbremse ist hier oben. Das ist ein bisschen anders. Sollte man auf jeden Fall nicht vergessen abzumachen. Und wie das mit dem Rückwärtsgang hier funktioniert, muss ich mir auch gleich mal angucken. Guck mal, der Gerd ist hinter mir. Da ist alles gut. Machen wir mal direkt hier einen Spurwechsel.
den Tacho, den Halter hier, den würde ich auf jeden Fall hochbiegen, damit man das besser sehen kann. Das gefällt mir so gerade noch nicht so gut. Schaltung ist butterweich, also die ist schon mal richtig gut. Das gefällt mir. Bremsen sind noch ein ganz bisschen schlapp. Aber das ist jetzt auch die allererste Fahrt mit dem Schätzchen. Wir gucken uns das jetzt erstmal alles in Ruhe an. Wir fahren mal hier vorne eben auf den Parkplatz. Dann kann Gerd nämlich mal eine kleine Runde drehen. Dann kriegt er nämlich den Kamerahelm auf. Und dann können wir uns das andere mal in Ruhe angucken. Und ich gucke eben, wie Rückwärtsgang funktioniert. Boah, fahr weg ist aber super hier. Ja, das gefällt mir. So, jetzt gucke ich mal. Ach, Rückwärtsgang ist ja easy hier. Da einmal den Hebel ziehen und dann Gang nach unten, als wenn man in den ersten geht. Und dann sieht man hier, steht hier auch sogar ein R für rückwärts. Das ist ja super. So, jetzt mal gucken, wie ich hier neutral drin habe. Funktioniert auch gut. Das gefällt mir schon mal. So, wir sind jetzt mal nur ein ganz paar Meter gefahren. Da habe ich hier auf jeden Fall schon gesehen, also die Tachos, die sind meistens in so Gummis aufgehangen, damit die von den Vibrationen, die von den Fahrzeugen kommen, nicht kaputt gehen. Da habe ich vorhin beim Losfahren gemerkt, als ich den verstellen wollte, dass der hier so abzumachen ist. Müssen wir gleich in der Werkstatt gucken, ob da von unten Schrauben kommen oder ob der wirklich nur so eingehangen wird. Und ich würde diesen Halter, ich stecke mal den Tacho rein und biege den einfach nach oben. Weil mir hat der Winkel eben vom Gucken nicht gefallen. Aber wir haben hier noch Platz in der Gabelbrücke. So, guck mal, das sieht schon viel besser aus. Dann kann ich gleich auch ordentlich was sehen. Schaltung, mega geil. Ich habe Fahrwerk hier bei den Auffahrten und bei den Huckeln schon gemerkt, das ist gut eingestellt. Das ist ein bisschen weicher, aber man merkt trotzdem alles. Hat mir gut gefallen. Gerd, was gefällt denn dir besser, wenn du dir beide so anguckst? Die sind ja schon sehr unterschiedlich. Das ist eher hochbeiniger, wo du auch sagen kannst, okay, ich schmeiß mal ein paar Offroad-Reifen drauf und fahre noch ins Gelände. Und hier ist halt wirklich Straße, das ist so knüppeltief. Also ich sage mal, von der Optik her, ist schwer zu sagen. Also das Grau gefällt mir sehr gut, das Grün ist richtig giftig. Wenn ich so gucke, es wäre schwierig für mich. Gut, ich habe jetzt ein paar Meter gefahren, ist eh ein bisschen ungewohnt. Aber ich denke mal, wenn man da ein paar Meter oder eine halbe Stunde mit gefahren ist, macht das mit Sicherheit richtig Laune. Aber testet man langsam an, merkst du? Ja. Also wie gesagt, ist schon ein bisschen ganz komisch irgendwie. Aber von der Optik gefallen es mir eigentlich relativ Ding. Klar, hier hast du noch ein paar Feinheiten, was ich noch sehe. So mit metallisch abgestochen rot. Elixiert, ne? Genau. Was auch vielleicht vorteilhaft ist, wenn du im Regen fährst, dass du hier deine Schutzbleche schon dran hast. Ich glaube, da wär's ja nicht ganz so nass werden, weil hier ist halt auch relativ offen. Ja, da kriegst du halt richtig viel nass auch ab. Ja, auf jeden Fall. Ist auch gut durchdacht. Was ich auch sehr schick finde, habe ich jetzt gesehen, das Netz da drin, wenn du jetzt wirklich mal irgendwo dreckige Schuhe hast, hast du nicht alles in dem Plastik drin. Du kannst auch nichts verkratzen, du hast halt hier dein Netz drin, weil Plastik verkratzt ja ziemlich schnell. Du brauchst ja bloß ein bisschen aufpassen, dann hast du ja halt Kratzer drin im Plastik. Das ist eigentlich schon relativ gut durchdacht. Komisch, wir haben nachgemessen, das sieht viel größer aus. Es kommt irgendwie ein bisschen wuchtiger breiter, vielleicht durch die Kopfflügel. Aber guck mal jetzt, wo wir gerade stehen, ne? Das hat schon ziemlich identische Ausmaße, ne? Das passt schon. Ja, ich bin jetzt gleich mal gespannt, wenn ich das dann auffahre mit der Schaltung. Ja. Ich würde sagen, du machst mal Testurteil, du bist ja damit ein paar Meter gefahren, setzt dir den Kamerahelm auf und fährst direkt hier mit noch eine Runde. Ja. Dann kannst du nämlich auch ein bisschen was dazu erzählen. Gut. Und dann mache ich mit dem Patrick hier noch, erzähle ich noch was hierzu. Und dann kannst du direkt gleich umsteigen auf das andere. Ja. Kannst ja hier ein bisschen in eine Runde fahren und dann mal ein paar Eindrücke sammeln. Und dann machen wir gleich, wenn beide Fahrzeuge warm gefahren sind, machen wir mal ein kleines Stechen. Und dann gucken wir mal. Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, wie gesagt, bei dem Fahrzeug, bei dem Cobra, da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch noch Offroad-Reifen drauf zu machen. Und wenn du hier richtig von vorne filmst, dann siehst du auch, wie viel Bodenfreiheit du bei dem Fahrzeug noch hast. Ne? Film mal von ganz weit unten, wenn das geht, richtig so tief wie es geht. Und da
hast du auf jeden Fall noch die Möglichkeit. Hier bei den Extreme 480, das ist einfach ein Straßenquad, ne? Also da brauchst du auch nichts mit umrüsten und ins Gelände fahren. Bei der ersten Pfütze steckst du fest. Ja. Also ja. Wenn man was sucht, womit man beides kann, auf jeden Fall das Cobra besser. Wenn man 100% nur Straße möchte, dann ist man auf jeden Fall mit den Extreme besser. Wir messen mal Bodenfreiheit. Hier vom Rahmen hier, mal hier messen. Guck mal, da haben wir Unterkante, wird so um die 16 sein. Und hier ist Unterkante 14 und ein bisschen, 2 cm. Und vorne in der Mitte ist es sehr viel, ne? Also das sieht man richtig von der Achsaufnahme, das ist da eine komplett andere Konstruktion. Ja, fahren wir eine Runde. Genau, was man auch dazu sagen muss, wir haben das nachgeschaut, die Cross-Übersetzung, das sind 2 Zähne weniger, oder 3 Zähne weniger. Bei der Straßenbereifung hast du 3 Zähne mehr. Also hast du mehr. Ach, ist noch ein anderer Antrieb hinten dran, richtig, damit du ein bisschen mehr Power im Geländer hast. Da habe ich nämlich einen Alles klar, also ist das Straßenquad mit der Straßenübersetzung auch schneller. Genau, richtig. Und das andere ist kürzer übersetzt, damit ihr mehr Beschleunigung und mehr Power im Gelände habt. Macht ja Sinn. Ja, richtig. Ja, bis gleich. Premiere für mich ist Automatik, ist vielleicht für den Anfang mal schon gar nicht schlecht. Wir testen jetzt einfach mal. Ja, ist schon ein bisschen ungewohnt. Erstmal langsam angehen lassen. Vom Ablesen, von Geschwindigkeit ist alles recht gut. Ja, ganz anderes Feeling, als wenn man Motorrad fährt. Muss man auch mit dem Gewicht ein bisschen mehr verlagern. Ja, aber ansonsten, muss man gucken. Was auch sehr schön ist, wie ich das so höre, das Klicken vom Blinker. Hört man auch durch den Helm durch, also kann man eigentlich so in dem Sinne gar nicht vergessen. Fahren wir mal wieder zu meinem Chef. Also, wie gesagt, es macht schon Spaß. Ja, aber so richtig traue ich mich noch nicht aufs Gas, weil es noch ganz ungewohnt für mich. Und du merkst halt auch jeden Gullideckel. Aber ansonsten, ja, dann legen wir mal schön den Rückwärtsgang ein. Das ist halt bei der Automatik schön. Und es zeigt auch an, Rückwärtsgang, siehst du, dann machen wir auf neutral, hast du neutral, wir haben hier eine Handbremse, Feststellbremse, ja, dann stellen wir mal ab. Ja, ist schon witzig zu fahren, wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht ganz getestet, weil ist schon ein bisschen, ich fange innerlich schon zum Schwitzen an, wie gesagt, mein Chef hat dann natürlich mehr Erfahrung und er gibt natürlich auch richtig Stoff, aber das traue ich mir momentan noch nicht zu, das werde ich mal alleine testen und wenn ich dann soweit bin, dann seht ihr natürlich bei mir auch ein bisschen Action, aber so großartig Action war es momentan noch nicht, aber wie gesagt, ist schon ganz nett, ja. So, ich übergebe mal an meinen Chef. Da es in dem Video hauptsächlich um das neue Quad geht, um das Extreme 480, gucken wir uns mal noch so ein paar technische Sachen an. Wir haben auf jeden Fall gerade auch eine Sache gesehen, die wir in der Werkstatt dann noch irgendwie fixieren werden. Das ist die Stahlflexbremsleitung, die zum hinteren Stoßdämpfer geht. Die liegt hier einfach ab Werk nur so, die scheuert dann aber hier am Rahmen. Und das bewegt sich ja alles, ne? Wenn man hier immer viel wippt und wenn man an der Straße fährt. Und irgendwann wird das hier scheuern, auch Lack am Rahmen kaputt machen. Wir werden mal gucken, ob wir da irgendwie eine Schutzhülle, Schrumpfschlauch irgendwie drum machen, mit einem Kabelbinder fixieren. Das sollte dann wohl reichen. Wir haben gerade mal geguckt, ob wir getrennte Bremskreise haben. Also, bei diesen Sportquads ist das so, dass wir wirklich jetzt in diesem Fall hier, wenn wir hier den Bremshebel ziehen, nur die vordere Bremse betätigt wird und bei der Fußbremse auch wirklich nur die Bremse hinten. Bei den ganzen ATVs und großen Allradquads und so weiter im Gelände, da hat man meistens eine Kombibremse, egal was du benutzt, bremsen immer alle Bremskreise gleichmäßig. Ich finde das hier beim Sportquad aber natürlich viel cooler, wenn ich getrennt bremsen kann. Kannst mal Vorderradbremse ziehen, ordentlich einen Burnout machen, ne? Machen wir hier nicht, Fahrzeug ist neu. Aber nur so, ist ja schon mal gut zu wissen. Und wenn ich mal ein bisschen um die Kurve driften möchte und ich kann mal eben die Bremse anreißen, dass der leicht ins Rutschen kommt und dann mit Vollgas weiter, funktioniert hier natürlich auch dann richtig geil. Weil es natürlich kacke, wenn die Bremse dann überall bremst. Rückwärtsgang haben wir hier drin, habe ich eben schon gesagt, als ich drauf gesessen habe, finde ich ziemlich cool. Wir haben hier noch einen Vergaser verbaut. Da die LOF-Zulassung haben, spielt hier Euronorm auch gar keine Rolle. Da kann hinten rauskommen,
mehr oder weniger was will. Hier geht es mehr darum, dass alles funktioniert. Was ich schade finde, die haben hier noch einen manuellen Choke verbaut. Ne? Den musst du beim Kaltstart, musst du hier an der Seite rausziehen und reindrücken. Hat Vor- und Nachteil. Also Vorteil natürlich, funktioniert immer. Aber ich hätte es lieber elektrisch, dass das von alleine funktioniert. Das ist heute eigentlich Standard. Aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Wenn das jetzt ein Offroad-Quad wäre, dann würde mich das noch ein bisschen mehr stören, weil gerade hier unten sich viel Dreck sammelt und dann funktioniert der irgendwann nicht mehr gut. Aber ist ja eh ein reines Straßengerät. Sitzbank lässt sich einfach abnehmen, damit man an die Batterie rankommt. Da hat man hier so zwei Hebel unter dem Sitz. Und wenn man die wieder einrastet, die Sitzbank, eben gucken. Hier vorne ist so ein Haltenippel, so eine Haltenase, die hier reingeht. Schiebt man eben hier so ein bisschen nach vorne, einmal runterdrücken hier. So, und dann mal eben gucken. Ja, ist fest. Und dann muss jetzt einmal hier rumgehen. Und jetzt sieht man, wenn man hier so durchfilmt, links und rechts auf beiden Seiten diese roten Nippel. Wenn man da dran zieht, kriegt man die Sitzbank einfach wieder ab. Sound ist gut. Wie gesagt, Lautstärketest machen wir gleich noch. Bremsanlage haben wir hinten eine zentrale Bremsscheibe, das ist aber eigentlich Standard. Die bremst dann hinten die komplette Hinterachse. Bei den ATVs, die im Gelände unterwegs sind, da bevorzuge ich eher die Quads, die links und rechts getrennte Bremsscheiben und Bremszangen haben, weil die einfach ein bisschen besser funktionieren, gerade wenn man da viel Dreck und sowas drin hat. Aber hier für einen Straßenquad ist das auf jeden Fall top. Ja, von mir aus kannst du jetzt eine Runde hier mitfahren, dann kannst du mal gleich sagen, was du davon hältst und dann drehe ich noch eine Runde. Ja, ich glaube, von der technischen Seite sind wir soweit durch. Von der Ausstattung her gefällt mir das sehr gut. Mir gefällt auch so sehr gut, dass das so flach ist. Ich finde das auch mit dem flachen Heck, ich finde das mega schnittig. Ja. Also von der Optik gefällt mir das besser. Also wenn ich mir privat eins kaufen müsste, das wäre natürlich schwierig. Also wenn ich weiß, ich fahre nie ins Gelände, ganz klar. Aber da ich gerne mal alles mache, würde ich eher auf das Cobra tendieren, weil ich da einfach mit einem anderen Satz Reifen auch mal ein bisschen Offroad fahren kann. Reifen sind ja relativ schnell gewechselt. Ja, ruckzuck. Ja. Guckst ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen, da findest du mal günstig gebrauchte Sätze und für Offroad brauchen das auch nicht die schönsten sein. Die können Macken haben, Hauptsache die funktionieren. Ja. Das passt schon. Naja, aber von der Optik sind sie eigentlich alle schön. Auch die Felgen dazu passen auch. Ja, mega. Richtig breite Reifen. Und man kann die ganzen Kotflügel, die mussten wir alle montieren bei der Lieferung. Ich glaube für die Zulassung, ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt dran sein müssen. Ich meine, das hat ja auch keine. Die könnt ihr, glaube ich, auch alle abmachen. Aber so was schmutztechnisch ist das natürlich besser. Alles klar, gute Fahrt. Okay. Bis gleich. Dann probieren wir mal das Quatsch hier aus. Ja, ich mach's jetzt. Jetzt habe ich mich so bemüht. Jetzt machen wir das zum zweiten Mal, weil wir vergessen haben, Kamera anzuschalten. Die unten ist aber an. Ja, die ist an. Okay, dann machen wir das zum zweiten Mal. Also wie gesagt, erzählen nochmal. Also mit Schaltung ist es für mich schon ein bisschen ungewohnt, weil musste ich halt auch ein bisschen auf mehr konzentrieren. Motorrad fahren, okay, ist wieder eine andere Schuhe, aber so ein Quad zu fahren, muss man halt doch ein bisschen darauf achten, dass Gänge schaltest. Ja. Kurvenfahrt ist für mich auch so ein bisschen, wo ich noch ein bisschen Respekt davor habe, aber so im Großen und Ganzen mit Schaltung macht es auch Spaß, aber muss es halt ein bisschen mehr im Griff haben. Ja. So, und was ich halt ein bisschen traurig finde jetzt hier, erstmal, du hast jetzt keine Ganganzeige, die zeigt es nicht an. Zeigt halt neutral an, aber das mit dem Blinker finde ich schon mal ganz genial gemacht, dass du das auch hörst, wenn der Blinker an ist, das klingt dann etwas lauter, das hörst du ja sogar unterm Helm. Beschleunigung macht auch mächtig. Da rührt sich schon mal ein bisschen was an dem Ding. Aber wie gesagt, Kurve habe ich noch ein bisschen Respekt davor. Ich kann jetzt da noch nicht ganz so viel erzählen, weil ich bin selber ein bisschen angespannt mit dem, weil das auch die erste Erfahrung ist. Ich sage mal, für einen Anfänger finde ich so eine Automatik eigentlich erstmal gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, ja, ich glaube, da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Ja. So, jetzt hat es aber mal auf jeden Fall
geklappt. Fazit, also ich glaube, ich als Anfänger fühle mich erstmal wohler auf der Automatik, weil du legst einfach beim Gang ein, konzentrierst dich einfach auf die Bremsen, auf Gas geben. Für Schaltung, na, da bin ich jetzt noch ein bisschen zu früh mit dran. Aber ich denke mal, mein Chef, der wird euch gleich ein bisschen mehr Action vorführen. Bei mir war es jetzt ein bisschen lau, weil ich traue mich noch nicht so in die Kurve reinzugehen. Und mit Schaltung ist es ein bisschen ungewohnt. Aber wie gesagt, da ist dafür mein Chef zuständig. Der macht euch dann gleich ein paar schöne Videos. Da kommt auch bestimmt ein bisschen mehr Fahrspaß auf. Aber im Fazit finde ich sie alle zwei cool. Für mich, ich definitiv erstmal das Automatik nehmen und dann irgendwann vielleicht später mal auf Gangschaltung ran. Aber wie gesagt, ist Geschmackssache, müsst ihr selber für euch rausfinden. Mir hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, bei mir war jetzt noch große Action dabei, aber es kommt wahrscheinlich mit der Zeit. So, alles klar. Dann würde ich erstmal sagen, ich gebe es mal wieder weiter an meinen lieben Chef und bis gleich mal wieder. So, Freunde der Nacht, los geht's mit den Extreme 480. Warm gefahren ist es, können wir auch mal ein klein bisschen Gas geben. Und wir sollten die 8-9 PS mehr Leistung im Vergleich zu dem anderen ja auf jeden Fall spüren. Das geht schon richtig gut vorwärts hier. Das macht auf jeden Fall schon Spaß. Mir macht eine ordentliche Motorradschaltung natürlich Spaß. Wobei ich sagen muss, ich war auch schon mal ein paar Mal in Fürstenau, Fürstenforest. Und da macht mir ein ATV mehr Spaß, was Automatik hat, ohne Schaltung. Weil man sich dann auf das Gelände konzentrieren kann und man schaltet sich sonst auch dumm und dämlich. Es sei denn, man fährt irgendwo eine Sandgrube, wo man richtig Gas geben kann. Da ist eine Schaltung natürlich wieder geiler. Also hat auf jeden Fall alles Vor- und Nachteile. Sitzposition ist super. Kann man auf jeden Fall auch mit über 1,90 Meter richtig gut drauf sitzen. Das macht auf jeden Fall Spaß. Anstrengend. So, geht auf jeden Fall richtig gut zur Sache hier. Und die Mehrleistung merkt man auch, volle Pulle. Also das macht schon ordentlich Spaß hier. So, Bremsen, Reifen, alles stinkt ein bisschen, aber ist vom Fahren schon richtig cool. Wenn es ein bisschen nass wäre auf der Straße, wäre das noch geiler. Auspuffkeulen nur ein bisschen, weil das Ding neu ist, aber macht Spaß. So, Proberunde haben wir gemacht, macht auf jeden Fall Spaß. Funktioniert ganz gut. Ja, man Selbstbraucher, wie ihr sehen könnt. Einmal schön warm gefahren. BB-Messer haben wir, das können wir mal eben machen. Und ich würde sagen, wenn wir Lautstärke gemessen haben, machen wir Fazit. Fahren wir Fazit. Eins ja. Muss ich dazu sagen, das, was ich jetzt gerade von meinem Chef gesehen habe, da täte ich mich in die Hose scheißen momentan. Ah, also wie gesagt, ja, also... Von mir kommt auf jeden Fall erstmal nur sowas noch nicht ganz, weil dann weiß ich nicht. Dann kann mich mein Chef irgendwann zu Hause irgendwann in der Woche abholen, weil da muss ich erstmal regenerieren. Ja, aber dafür ist mein Chef da. Mein Knie ist noch ein bisschen kaputt, sonst wäre er noch ein bisschen gegangen. Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen mal Lautstärke-Test. Also ich finde den Mehrhubraum von ungefähr 100 Kubik, den hörst du hier schon. Das klingt total dumm, wo du eben hier lang gefahren bist. Ja. Geiler Sound und du hast das macht schon echt krass. Wobei ich habe es ja auch noch zierlich gefahren, also wie gesagt, ich traue mich ja. Da noch nicht ganz, aber... Aber selbst Straßenverkehr, ja. Sound, ja. Echt Daumen hoch, ja. Geil, brauchst nichts nach. Und so wie du den Tacho eingestellt hast, muss ich sagen, kann man das auch super gut ablesen. Ja, der war vorher ganz flach. Genau. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht mal, dass Schrauben reingehören. Ich glaube, das ist damit der wegen Vibration, aber wir gucken noch nach. Ne, aber ansonsten, so ist gut ablesbar. Habe ich neutral drin? Ne, habe ich nicht. Jo. Wir machen eine Dezibelmessung einmal im Stand. Genau. Und ich würde sagen, wir fahren einmal hier auf und ab und messen nochmal. Hilfe! Zwischen 77. Und hallo! Boah, 106, hast du gesehen? Ja! Also pendelt sich ein. Ja, 77 eben, ne? Ja. Warte noch mal.
mal kurz. Ja. Ja, wenn wir leuchten, ist der kaputt. Ja. 106 geht's ja nach oben. Wir drücken mal hier auf Max. Ja. Dann speichert er den Höchst. Ja. 107. Und wir können gleich nochmal zweimal auf- und abfahren. Aber der Sound hier, den finde ich schon richtig geil. Ja. Auch so ein bisschen rotzig, wenn er an Drehzahlbegrenzer kommt. Da merkst du schon, wie zahm der ist, ne? Im Vergleich zu dem anderen. Ja, guck mal, den ganzen Sack leiser, ne? 73, 74, genau. Vier. 104. Aber auch beim Hin- und Herfahren merkt man auf jeden Fall, wir machen gleich nochmal bei dir auf der Kamera das andere Mikro drauf und dann fahren wir nur, wir können ja mal dann beide auf dem Quad fahren und so hintereinander an der Kamera vorbei. Dann kriegen wir, glaube ich, einen ganz guten Unterschied, wenn wir einfach mal nur konstant 40, 50 fahren, wie die im normalen Straßenverkehr unterschiedlich anhören. Das ist auf jeden Fall dumpfer und auch ein paar Dezibel lauter. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja, ich glaube, das gehört aber zu sowas auch, gell? Dass da ein bisschen, bisschen Bums rauskommt. Ein bisschen. Ja. Also jetzt, wobei, das ist mein Fazit, ihr braucht beide. Ne? Einmal Automatik, wenn ihr keinen Bock hast zu schalten, Spaß, ne? Weil der arbeitet wird ja nur in der Woche. Dann brauchst du Spaß haben, nochmal den mit der Schaltung. Stimmt ja, eigentlich. Und den anderen brauchst du halt wieder, um im Gelände zu fahren, ganz klar. Ne, ihr könnt auch finanzieren, ist kein Problem. Ach so, was noch ganz wichtig ist, mit dem ganz normalen Pkw-Führerschein dürft ihr die Dinger alle fahren. Für die Jugendlichen mit begleitetem Fahren ab 17 geht das natürlich nicht. Das geht erst, wenn ihr 18 seid. Dann könnt ihr die Fahrzeuge einfach fahren und es ist kein weiterer Führerschein notwendig. Kommt vorbei, bei uns darf alles Probe gefahren werden, testet das, verpflichtet nicht zum Kauf, auch wenn ihr einfach mal Bock habt, sowas zu testen. Bei uns sagen wir immer so, ihr könnt 10, 15 Kilometer fahren und eine gute halbe Stunde, weil dann weiß man, ob das funktioniert. Wir haben nämlich keine Lust auf diese ganzen arschigen Touristen, die vorbeikommen und meinen mal einen ganzen Tag umsonst Quad zu fahren. Das ist nicht das Richtige. Wenn ihr nach einer halben Stunde euch nicht entscheiden könnt, könnt ihr sicherlich noch mal länger fahren. Aber wir geben die jetzt nicht tageweise raus. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber es darf alles gefahren werden. Möchtest du noch was loswerden? Ja, ich komme jetzt momentan, bin ich nur so ein bisschen sprachlos, weil wie gesagt Neuland. Aber ansonsten finde ich das schon recht cool jetzt so für das erste Mal. Ist es schon ganz ungewohnt, ja, aber ansonsten denke ich mal, komme ich da bestimmt auch irgendwann noch ein bisschen mehr in die Action. Warten wir ab, wenn Offroad-Park aufmacht, dann nehmen wir die Bullis und nehmen wir 7-8 Quads mit und dann machen wir den ganzen Tag Testtour. Das macht mit Sicherheit mega Spaß. Ja. Das ist richtig geil. Ja. Also ist auf jeden Fall ein geiles Hobby. Und was ich noch dazu sagen möchte, also so, wenn du so ein richtiges Straßenquad nimmst, das kannst du auch wohl mal nehmen, um damit zur Arbeit und so zu fahren. Lange Vollgasfahrten mögen die nicht, also jetzt nicht Autobahn 30 Kilometer Vollgas, dann kannst du das Ding direkt in eine Tonne schmeißen. Und meiner Meinung nach ist das ein Zusatz und kein Autoersatz. Ja. Also für diejenigen unter euch, die sagen, boah, das ist cool, tue ich mein Auto weg, lass Nein. es sein, bringt nichts. Nein. Ne, also das ist wirklich eine Erweiterung des Fuhrparks, um damit Spaß zu haben. Ja. Oder die ATVs haben wir auch Landwirte, Jäger, die das richtig für die Arbeit nutzen. Funktioniert natürlich auch, aber es ist kein Autoersatz. Wir fahren noch eine Runde und verabschieden uns hiermit. Ne? Jawohl. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Daumen hoch natürlich, wenn es euch gefallen hat. Oder zwei auch und hoch. Abonnieren. Und ich zaubere mal wieder. Hier wäre unsere Telefonnummer. Gucken, ob es funktioniert. bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt alle schön gesund. Ciao. Ciao. Ich habe vorhin einen groben Fehler gemacht. Die Fahrzeuge sind doch nicht einzeln gebremst. Die haben CBS. Und zwar, wenn ich jetzt hier den Hebel ziehe und ich drücke auf das Fußpedal, siehst du das hier? Dann hast du auch Druck auf der zweiten Leitung. Und das ist bei dem übrigens auch. Also komplett Hinterrad alleine bremsen geht leider doch nicht. Aber vorhin habe ich auf jeden Fall gemerkt, beim Bremsen, man kriegt den Arsch trotzdem langsam rum, wenn man die Hinterradbremse antitscht.
Aber schade, dass das nicht hier einzeln ist. Ist wahrscheinlich auch eine Gesetzgeberklamotte. Hier ist die Verkleidung übrigens in Ordnung, ne? Ja. Also hier hat man diese komischen Macken übrigens nicht, die hier dran sind. Und eine Sache noch, wenn du einmal hier rumgehst. Ich habe ja jetzt eben mal ein bisschen Gas gegeben. Die Auspuffanlage wird sehr heiß und hier hätte der Hitzeschutz weitergeben müssen. Also mein Bein ist hier wirklich warm geworden und ich bin da gar nicht so empfindlich. Entweder würde ich den Auspuff wickeln, dann hast du sehr viel Temperatur weg, oder ich würde noch hier irgendwie was dran schweißen, wenn das mein eigenes wäre. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, super empfehlenswert. Höchstgeschwindigkeit blenden wir euch noch ein und ich glaube, sonst haben wir alles gesagt, ne? Ja, alles gesagt. Fazit, Anfänger-Quad, ja, Profi-Quad. Auf jeden Fall. Ja, sage ich jetzt persönlich auch. Ja. Also mir ist halt lieber Anfänger, die gehen auf Automatik, weil da hast du erstmal ein bisschen viel Ecktisch, da musst du wirklich denken, was machst du jetzt als erstes. Ja. Und da bin ich schon ein bisschen durcheinander gekommen. Das lenkt vom Fahren ab und ruckzuck fährst du gegen irgendein Auto oder kriegst die Kurve nicht richtig. Aber was ich sagen kann, für das, dass ich das erste Mal jetzt Quad gefahren bin, ist richtig spaßig, macht Spaß. Ich denke mal, wenn ich mal eine längere Tour mache, ich werde mal vielleicht mal eins übers Wochenende mal mitnehmen, mal ein bisschen selber für mich testen und dann glaube ich, kommt von mir auch ein bisschen mehr Action. Ja, der Fun-Faktor ist gewaltig. Ja, auf jeden Fall gewaltig, ja. Warte ab, bis wir in den Offroad-Park gefahren sind, dann hast du ein neues Hobby. Ja. Ja, super. Definitiv. Alles klar, jetzt sind wir aber raus. Klar. Auf Wiedersehen, tschüss. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party.